Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Surviving Mars. Und ich bitte euch jetzt schon mal am Anfang, denkt an das Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Das würde mir natürlich sehr helfen. Ihr dürft auch liken, wenn es euch nicht gefällt. Wieso geht das nicht? Wieso ist da auf einmal einer nicht weg, nicht da? Ach, weil das... eine Seniorin. Sektor scanned. Super. Ach, apropos hier. Wo ist der hin? Wo ist der? Da ist der Erkunder. Kann direkt mal die Anomalie scannen. So, und der kann schon mal. Nein. So, einmal hier aufstellen, bitte. Perfekt. Könnt ihr wieder einfahren. Und dann hauen wir hier noch. Nein. Den solltest du mitnehmen hier, bitte. So. Also, wie gesagt, ich hatte eigentlich hier. Sector scanned. Mods drin, die ich eigentlich aber jetzt ausgeschaltet hatte für das Let's Play. Aber der hat das irgendwie nicht mit eigentlich nicht übernommen. Keine Ahnung warum. Aber ich nutze es nicht, von daher. Breakthrough discovered. Könnten wir aber gerne mal. Oh, Marsstrahl. Metallkosten für Gebäude um 25 verringert. Oh, das ist ja sehr geil. Ah, das nehme ich direkt. Nach Logi Hydrothese. Hallo. Hallo, hast du es nicht gerafft, du blödes Ding? Ist er jetzt unterwegs oder nicht? Ja, da. Okay. Mit denen macht man was mit, du. Unglaublich. Wir haben nachts minus 6 Strom, was aber nicht schlimm ist, weil wir ja noch hier die 6 Stromakkumulatoren haben. Und die speichern ja immer noch 200 Strom. Von daher, alles gediegen. Funding received. Sehr gut. Ich muss mal etwas trinken. Ja, das war nur die Wasserflasche, keine Angst. Oh, lecker. Ich hasse Wasser. Ach ja, das sind die Passagiere, ja. Die habe ich ja ganz vergessen. Neue Leute braucht das Land. Flamme jetzt 35 frei. Anomaly found. Das ist gut. New colonists have arrived. So, da haben wir das auch schon mal. Und die können sich dann mal nach da oben bewegen. Einmal der und einmal der. So.
bin ich ja mal gespannt, wie das alles abläuft. Was macht der denn da drin? So. Und... Nee, warte mal. So, da brauchen wir noch einen. Wie viele Mediziner haben wir denn? Mediziner 4 Stück. Wissenschaftler 6. Geologen. Ach, Geologen. Genau. Verdammt, ich habe was vergessen. Ich kann auch direkt schon wieder fliegen. Los. So, die habe ich, dafür habe ich die Geologen geholt. Weil ich hier dann noch direkt ein Lager hinmache für Edelmetalle. Zerstört. Was? Wieso? Warum? Ach so, ja, oh, dieses. Wir wurden gehackt. Super. Das heißt, wir brauchen 4 neue. Na, 2 Stück hiervon. Aber das ist gut, da können die Geologen hier nämlich schon mal anfangen. Was sagt denn die Moral aller Künstler? Ah, ich habe was vergessen. Nein. Ich habe die Parks vergessen. Mist. Werde ich nachher wahrscheinlich 1-2 von abbauen. Ich glaube, ich baue die nächste doch hier weiter unten hin. Das ist also so weit weg. Anomaly found. Da bauen wir das noch hin. So, die brauchen ja jetzt keine Wartung mehr und keinen Strom. Das ist das Gute. Und es geht schneller, die Gebiete zu erforschen oder zu aufzudecken. Ah, nein. Nee, warte mal. So, dann können die beiden... So, da sind wir jetzt bis jetzt eigentlich schon recht weit gekommen, ohne Probleme. Was haben wir noch? Eine freie Arbeitsstelle, wo ist die? Ah, da ist wieder einer Senior geworden. Okay, alles klar. Schwarmdenken. Die Bewohner der Arkologie erhalten einen Bonus auf ihre Arbeitsleistung, der auf der Anzahl an einzigartigen Stärken und Spezialisierungen aller Kolonisten in der Arkologie basiert. Ja gut, die Arkologie haben wir doch gar nicht, aber ist ja nicht schlimm. Arkologie ist ein Haus, was ihr in der Mitte aufstellt und was riesengroß ist. Es reicht über die Kuppel hinaus.
Und ich brauche wahrscheinlich, so wie es aussieht, bald neue Leute, weil die wahrscheinlich alle sehr alt sind. Moral ist erhöht worden, das ist ja gut. Sektor scanned. Gaming, warum Gaming? Luxus kann ich noch verstehen. Ich brauche das nächste, wären. Wie viele Freie haben wir? 23 freie Wohnungen. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, bauen wir. Bauen wir eine Maschinenteilefabrik. 15 Arbeiter, 5 pro Arbeitsschicht. Das heißt, 10 Ingenieure brauchen wir. Ein Wissenschaftler und ein Botaniker. Oh Gott. Geologe bräuchte man eigentlich auch, aber ich nehme die hier mit. Oh, strapazierfähig direkt schon. Veganer, Nerd und Workaholic. Mein Gott, das passt ja sogar. Botaniker, wollte ich einen mitnehmen. War wieder der falsche. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ingenieur. Gamer, super. Brauchen wir nicht. Party-Devo und. Ja, okay, das geht noch. So, da ist noch ein Ingenieur, Melancholiker und Regisseur. Religiös meine ich. Ich habe gesagt, ein Botaniker noch und. Ein Wissenschaftler, genau. Botaniker und ein Wissenschaftler noch. Wenn wir sowas kriegen, ne? Weil die Ingenieure sind der Hammer hier. Ansonsten nehme ich noch einen Geologen mit. Wie viele Ingenieure haben wir überhaupt? 11 Stück. Das heißt, 10 Stück kriegen wir nicht voll. Ne, dann machen wir nur eine Schicht. Dann nehmen wir noch einen Botaniker mit. Wissenschaftler habe ich schon? Ne, habe ich noch nicht. Mediziner. Geologen könnte ich da mitnehmen. Botaniker habe ich einen, oder? Ne. Hört mit Alkohol, ja, deswegen. Ein Wissenschaftler. Achso, haben wir schon. Ja. Botanik habe ich immer noch nicht, ne? Nee. Komm, nehme ich den mit. Dann habe ich wenigstens einen. Dann lassen wir es bei den 9. Dann haben wir immerhin die Sachen voll, die wir wollten. Ja, machen wir das so. Ich habe ja noch eine hier. Die Live vom Mars. Das heißt ja, ich kriege dann mehr Bewerber auf der Erde. Das ist ja ganz gut. Könnte eigentlich auch schon mal anfangen. Ah, ich habe doch keine. Ne, geht nicht. Habe ich noch nicht. Wie sieht's aus mit dem Futter? Perfekt. Passt doch super. Ich
ich muss mal gucken hier. 45, ja, Komfort ist erhöht, das ist schon mal gut. Das ist ja durch den hier, 10. Und normalerweise haben die Komfort 35 und das ist arschwenig. Da sind normalerweise Speichern. Die ja besser, weil die haben einen Komfort von 50. Aber da passen halt auch 12 Stück weniger rein, ne? Also. Schon mal arg wenig. Ich wollte noch Ingenieur, habe ich gesagt, ne? Ingenieur, das heißt, ich wollte genau hier, sag mal schnell, wo sind die jetzt? Da. Eine Maschinenteilefabrik bauen. Ich hätte auch eher eine Polymerfabrik bauen können. Ach, die habe ich ja noch gar nicht freigeschaltet, genau. Ja, dann wird es bald in der nächsten Folge Zeit für eine zweite Kuppel. Nehmen wir die in der, in der nächsten Folge mal in Angriff. Ich hoffe, ihr denkt noch an das Däumchen. Da ich Gesteinsabfälle, ja. Research complete. Logi Hydrosynthese. Jetzt haben wir die Polymerfabrik, jetzt wo wir das gerade am Bauen sind, war klar. Aber Maschinenteile finde ich sowieso erstmal wichtiger. Weil die werden wir nachher noch sehr viel mehr brauchen und vor allem brauchen wir die hier für Strom. Also für die, hier, die brauchen nämlich. Hier 0,5 für die Wartung. Ja, warte mal, haben wir nicht hier noch irgendwas frei aufgedeckt gehabt? Nee. Hatten wir wohl doch nicht. Aber. Nein! Ah. Super, super. So, da habe ich alles offen. Das Gute ist dann, wenn ich die... So, ihr könnt wieder hier kommen. Wenn ich die Tunnel habe, um das hier nach hier oben zu kommen oder so, dann... ich könnte eigentlich auch so eine Rampe bauen. Das wäre eigentlich auch Latte, oder? Wie viel haben wir? 617. Wo baue ich die hin? Die erste? Da, da oder da? Das ist größer, ne? Mal testen. Ich habe 622. Sector scanned. 442 würde das bringen. Ich mach das mal. Einfach mal so aus Testen. Und wir haben ja noch einen Drohnenhub. Passagiere sind da. Das heißt, die können hier direkt arbeiten. Aber das mache ich direkt auf Mittagsschicht, weil ist besser. Da kann man halt ein bisschen mit den Strom haushalten. Weil die hier sind schon auf Tagschicht, also Frühschicht. Und die hier sind auf beide. Von daher kann man das schön variieren. Das sind auch morgens. Was hatten wir jetzt dabei eigentlich? Noch Geologen zwei, ne? Botaniker, 6 Stück. Kann ich den hier reinlassen? Wo
und Ingenieure 5 sind hierfür, genau. Geologen. Aber auch 5. So, machen wir so. Ich mache den nachher hier in das andere, die andere Kuppel. Weil ich dann von hier aus auch die Dingens bauen kann. Das hier kann weg, das brauchen wir hier nicht mehr. Achso, der wird gemacht wird. Das wird viel, aber der macht ja schon mal mit, das sollte eigentlich schon mal recht easy gehen, easy going. So, müssen wir noch was scannen. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Der kann wieder los. Sektor scanned. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Das glaube ich jetzt ja wohl nicht, ne? Wo ist der andere hin? Ja, da machen wir die halt nur einmal. Das ist scheiße. Nee, wir machen das hier einmal weg. So. So, in der nächsten Folge würde ich dann direkt sagen, hauen wir rein die nächste Kuppel. Ich würde sogar fast schon zwei Kuppeln bauen eigentlich. Eine für die Senioren, eine Seniorenresidenz sozusagen. Da würde ich dann, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, eine Seniorenresidenz hier rein, in so eine Mikrokuppel. Und dann baue ich eine nächste Kuppel, das wird dann die hier sein, mit Schule, Kindergarten und allem drum und dran. Und die würde ich dann weiter unten. Also die Mikrokuppel kommt hier in die Mitte. Und hier kommt dann die große Zylinderkuppel hin, damit wir dann auch das Metall abbauen können hier. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet, von der Idee. Und wie gesagt, denkt an den Daumen. Resources are low. Warum? Haben wir zu viel, ja. Produzieren, nötigen zu viel. Dann könnt ihr diejenigen, die gerade nicht beschäftigt sind, mal 4 weitere bauen. 5. Ich muss noch mal was trinken. Ich habe Durst. Mal schauen, was wir dann noch machen. Sieben. Wir müssen uns aber Terraforming kümmern. Das schlage ich aber vor, wenn wir genug von dem Futterzeug haben. Da kriegen wir gleich wieder 38. Essenseinheiten dazu. Ach guck mal, die hätten wir noch aufmachen können hier.
ganz vergessen. Es gibt da nochmal mehr Strom. Aber da die ja so schneller verschmutzen, lasse ich die lieber noch zu. Können wir notfalls in der Nacht noch aufmachen, ne? Zweieinhalb pro Soll. Ist auch nicht mehr so viel da. Wie weit sind die hier? Ach Gott, das dauert ja Ewigkeiten. Viel Spaß. Da kann ich aber eben den hier nochmal. Funding received. Research complete. Okay, da war ein Haker bei. Magnetfilterung, Moxie, sehr gut. Wo ist der Moxie? Okay, für nachts müssten wir eigentlich den hier aufmachen. Ich guck mal, wie es dann über Nacht so wird. Das ist gar nicht über Nacht, das ist tagsüber, ne? Ja, das tagsüber. Wir brauchen also auf jeden Fall noch ein paar. Ja, das ist mal heftig. So, machen wir direkt so viele noch da dran. Das dürfte wohl langen. Wir haben noch genug Ressourcen. Hiervon wird produziert. Keine Ressourcen schon wieder. Mein Gott, ey. Der ist auch gut. 3 pro Soll. Warte mal, bis die fertig sind, dann baue ich eine neue, wo sind sie jetzt? Da, hier, neue Sauerstofftanks. So, und schon sind wir wieder im Plus. Und nachts. Genauso wie am Tag. Von daher brauchten wir die ja eigentlich nicht. Brauchen die die nicht machen. Dann mache ich nämlich jetzt lieber hier noch einen Sauerstofftank. Sector scanned. Keine Ressourcen. Also langsam könnten die mal wieder mit den Dingens rauskommen, ne? Mit so ein paar Anomalien. So, da würde ich hier mal wieder sagen, denkt ans Däumchen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann bauen wir die nächste Kuppel. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dahin, denkt ans Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Bye, bye.